wenn ihr es gleich seht, wir standen hier und haben gedacht so, wie wollen die das jeden Tag wieder so hinkriegen, ne? Weil es sieht echt, das sind so viele Aufhängungen und in den Seiten sieht es aus einfach wie ein Chaos, dass sich da irgendwer durchfindet, ist also für mich unbegreiflich, weil guck mal, du hast ja im Prinzip hast du dann die, so das ist jetzt die Halle, so und das sind jetzt die Hängepunkte und wie machst du das jetzt auch, dass die Brücken ja auch genau da ankommen, die kommen ja unter der Decke und die gehen dann runter und dass die genau die Brücken und dass die dann genau auch da dann landen, ne? Und die landen da tatsächlich, dann, genau, ne? Dass du dann da auch drüber laufen kannst und dann nicht irgendwer noch rumherschieben musst oder so, das ist schon krass. Das ist so geil auch angemalt. Das ist auch der Boden hier von der ganzen Bühne. Ist so geil. Der hat so einen geilen Grip und so. Das ist alles richtig bis ins kleinste Detail. Und was fällt jetzt hier runter? Was meinst du mit Brücken? Oh. Ja, das sind, die hängen jetzt da noch unter der Decke. Ne? Die kommen dann da runtergefahren. Und wir haben ja da auch, das ist das Geile, wir haben da auch überall noch so LED-Lichter und so. Und die kommen halt runtergefahren. Das sieht dann aus wie UFOs eigentlich. Und die landen dann quasi direkt dazwischen. Und dann können wir halt auf die zweite Ebene gehen. Dann. Die Theaterbilder vom das fünfte Element haben. Die da die Kulissen auch gemacht haben, da bemalt und so, haben die Bühne auch bemalt. Die das fünfte Element gemacht haben, geil, ne? Gibst du mir mal eine Schoko? Ein Schoko-Kaugummi? Danke. Bitte. Gibst du noch Feuerzeug? Ein Schoko-Kaugummi. Eure Verstärker müssen noch leiser, das muss gleich. Ist. Guck ich gleich, ob mir das ausreicht. Du hast ja gestern meinen Verstärker, hört man noch gar nicht. Nee, deiner geht immer. Was war denn mit deinem eigentlich schon? Ja, weil das der Bass ist, der fällt dir nur nicht auf, du Penner. Na, dein Verstärker geht gar nicht, wenn ich da lang gehe, ohne den gar kann er einfach nicht mehr. Wenn du da lang gehst, dann triffst du zur Abwechslung vielleicht mal die Töne. So, wenn ich da lang gehe, höre ich nichts mehr von niemandem. Also Bill, das ist doch Quatsch, ich höre doch da genau, ich höre, wenn ich da stehe, die Gitarre genauso läuft wie bei Georg drin. Georg und Tom fangen auf den Bunkern an, also die stehen ganz oben auf den links und rechts auf ihren Plätzen und Gustav und ich sind im Ei. Also ich komme quasi, der im Prinzip Gustavs Riser, auf dem er drauf ist, der wird ja von ganz unten von der Bühne fährt er ja. Das heißt, ich stehe da unten drin und Gustav ist hier und dann fährt das zusammen quasi hoch. Das heißt, ich komme raus aus der Bühne und Gustav fährt auf die zweite Etage. Also wir haben ein richtiges Tokyo-Tempo-Motorrad bauen lassen, das gehört dann danach auch uns. Und mit dem, da gibt es halt auch eine Szene, das kommt dann unten aus der Bühne rausgefahren. Und das sieht ziemlich abgefahren aus, also es ist eigentlich so ein, wir haben schon überlegt, eigentlich müsste man das in echt auch fahren, so ein Teil, weil es ist echt fett. Also es hat so ein Monster, sieht eigentlich aus, die Reifen sehen aus wie von so einem Monster-Truck oder so, es ist halt so total an die Bühne angepasst. Also ich bin gar nicht sicher, ob das überhaupt zulässig wäre auf den Straßen, ich glaube ehrlich. Ein Mikro dann. Oberraum ist Ferrari, das hier ist ein Fiat. Das ist nur mal. Gut! Wenn du das aus Proberaum mitnehmen würdest, dann würde die Produktion hier statt 3 15 Millionen kosten.